Ja, wir machen das traditionell immer so, dass wenn wir mit unseren Allgäuern auf die Jagd gehen, dass wir uns dann am Tag vor der Jagd hier im Schießkino bei MT Jagd in Göttingen treffen. Du hast natürlich mit dem Schalldämpfer mal einen deutlich geringeren Rückstoß. Du hast fast kein Mündungsfeuer mehr. Das Hochschlagen der Waffe entfällt fast gänzlich in Verbindung mit der Helix, weil du dann eben einfach am Kopf sehr schnell repetieren kannst, ohne dass du wegmischst, weil dir eben der Kammerstängel ja nicht mehr entgegenkommt. Und durch das, dass dann das Hochspringen der Waffe auch noch im Prinzip fast komplett wegfällt, kannst du natürlich mit der Helix dann unheimlich sauber die Visierlinie halten und dann auch wahnsinnig schnell, noch schneller als ohnehin schon, den zweiten Schuss dann antragen. Man muss sich nur ein bisschen dran gewöhnen, dass es ein bisschen mehr Gewicht vorne hat. Somit ist Tendenz zum Tiefschuss schnell gegeben. Gut, wir machen jetzt gerade die ersten Tests, die erste Runde mit den Schalldämpfern. Wir sind, glaube ich, vor allem vom Schussverhalten sehr, sehr positiv angetan, weil die Waffen halt überhaupt nicht mehr springen. Also beim Schalldämpfer ist es angenehm, ein richtig angenehmes Gefühl, also butterweiches Schießen und mit, also ohne Schalldämpfer merkst du halt nochmal ein bisschen mehr Rückschuss, aber ansonsten super einfach. Weniger Rückschussverhalten, kein Mündungsfeuer mehr, man hat das Gefühl, die Waffe kommt nicht so stark in die Schulter beim Schuss. Diese Druckwelle, die ich auch aufs Gesicht bekomme, auch auf meinen Körper komme, ist weg, das heißt, ich habe die Augen auf, ich blinzel nicht. Weil die Augen aufbleiben, ich kann sehen, wie das Stück zeichnet. Erstmal ein bisschen ungewohnt, weil es ein bisschen schwerer nach vorne ist, aber man gewöhnt sich daran. Man muss sich aber erstmal zwei, drei Schuss machen, ein bisschen weicher ist es. Mit Schalldämpfer werden die Waffen natürlich länger und sie werden natürlich aufgrund des Gewichtes etwas kopflastiger. Aluminiumbauweisen sind sehr, sehr leicht. Man ist einfach entspannter hinterm Schuss und dadurch konzentriert man sich auch besser auf sein Ziel. Wenn ich den ersten Schuss mache und ich beobachte ja auch, dass die Wirkung meines Geschosses im Ziel. Der geübte Jäger kann daran sofort erkennen, wo sitzt der Schuss. Muss ich aber das Auge zukneifen, weil ich richtig diese Druckwelle abbekomme, weil ich auch vielleicht ein sehr starkes Kaliber schieße und ich mucke, sehe ich das schon nicht mehr richtig oder zu spät oder ich sehe es gar nicht. Nicht jeder Schuss ist perfekt. Sitze ich mal schlecht, kriege ich es nicht nur sofort mit, sondern da die Waffe ja kaum schlägt, bleibe ich gleich in der Linie und kann möglichst schnell einen zweiten Schuss nachtragen, um eben meinen, ich sage jetzt mal, einen Fehler von vorhin möglichst schnell zu korrigieren. Was man wissen muss, ist, dass eine Druckwelle sich ballförmig ausbreitet, kugelförmig. Der Stress, in Anführungszeichen, also die körperliche Belastung, die ich beim Schuss mit einer normalen Jagdwaffe mit mittlerem Kaliber habe, wird deutlich minimiert. Ich bleibe auch mit dem Gewehr ruhiger im Ziel. Das heißt, auch der zweite Schuss, wenn er nötig sein sollte, geht viel flüssiger, viel weitgerechter dann. Wenn ich im Schuss bin, und das wird jetzt zu schwer da vorne, mir die Knarre immer runterzieht, denken wir, dass die ideale Lösung ist, das Gerät leicht zu halten. Es gibt Stahl-Schalldämpfer, die dann deutlich höher im Gewicht liegen. Die liegen bei 600, 700 Gramm. Das klingt nicht viel. Am Ende des Laufes, Kraft mal Abstand, erzeugt er dann doch ein ganz enormes Drehmoment. Hausgen-Schalldämpfer zum Beispiel sind in der Kaliberabstufung fast genau Kaliber groß. Das heißt, sie reagieren dafür aber auch sehr empfindlich, wenn das Gewinde auf dem Lauf nicht 100% perfekt geschnitten ist. Dadurch wird gewährleistet, dass die Kugel, wenn sie durchs Löchlein fliegt, auch ganz nah an den Wandungen entlang düst. Diese Geräte nehmen ca. 1000 Bar Druck kurzfristig auf, je nach Lauflänge sogar deutlich mehr und verschleißen natürlich auch im Laufe der Zeit. Wobei ein Jäger einen Schalldämpfer seltenst an seine Leistungsgrenze bringt, wenn er mit Normalkalibern arbeitet. Die Gasgeschwindigkeiten im Korpus sind so hoch, dass Dreck, der sich ansammelt, beim Schuss auch immer wieder mit herausgerissen wird. Wir haben ein sehr angenehmes Schussverhalten. Wartungsfrei sind sie trotzdem nicht. Wie wir auch hören, wenn hier geschossen wird, das berühmte Plopp, das findet überhaupt nicht statt. Der Hausken macht das ganz besonders gut, deswegen ist er auch so weit verbreitet mittlerweile in Deutschland. Der JD224 ist da sehr empfehlenswert.